Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte erinnern an die Debatte, die wir hier vor 6 Wochen miteinander geführt haben. Es war eine sehr intensive Debatte. Es war eine Debatte, von der ich gar nicht weiß, ob sie in ihrem Ergebnis dazu geführt hat, dass dann im Anschluss im Rahmen einer Betriebsversammlung sowohl der Ministerpräsident wie auch der Wirtschaftsminister die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Werft informiert haben. Ich weiß auch nicht, ob diese Debatte ein Beitrag war dazu, dass bei dem vorhin von Herrn Holter zitierten Friedensgebet an dem nächsten ersten Montag im Monat der Wirtschaftsminister aufgetreten ist und eine Erklärung abgegeben hat. Das ist mir an der Stelle auch relativ egal, ob das ein Beitrag dazu war. Mir ist aber durchaus wichtig, dass ich richtig fand, dass diese Informationen und zumindest diese Ansätze von Gesprächen erfolgt sind. Und die Aussprache, die wir hier auf Antrag der Bündnisgrünen-Fraktion miteinander geführt haben, hat, glaube ich, deutlich gemacht, wie schmal der Grat ist, auch für, wie wir das zumindest für meine Fraktion in Anspruch nehmen, zwischen der Oppositionsarbeit hier in diesem Landtag, weil wir auf der einen Seite, glaube ich, durchaus gefordert sind, kritisch das Handeln der Landesregierung zu hinterfragen, und auf der anderen Seite überhaupt nicht in Abrede steht, dass wir uns, glaube ich, unter den demokratischen Fraktionen alle gemeinsam wünschen, dass es eine tragfähige Zukunft für den Werftenstandort Stralsund oder vielleicht auch für den maritimen Industriestandort Stralsund gibt. Ja, das tue ich an jeder Stelle, Herr Waldmüller, überall da, wo ich gefragt werde. Und dieser untaugliche Versuch zu sagen, wir wären die, die in irgendeiner Firma für Zerschlagung dieses Standorts wären und wir hätten irgendwas anderes vor, geht schlicht und ergreifend ins Leere und ist durch keine einzige Aussage zu belegen. Ich komme nochmal zurück auf diese schmale Gratwanderung, die ich auch für mich so empfinde, nämlich auf der einen Seite immer wieder kritisch zu hinterfragen, und das ist unser gutes Recht und ich finde auch unsere Pflicht als Oppositionsfraktion. Was tut die Landesregierung? Ich fand es gerechtfertigt und finde es auch nach wie vor gerechtfertigt, diese Frage zu stellen im Monat 18/19 nach der Insolvenz. Und da können Sie natürlich die Konzepte der Opposition einfordern. In allererster Linie ist da die Landesregierung aber in der Verantwortung. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich sagen, wenn Sie uns da brauchen als Opposition im Sinne von Finden einer gemeinsamen Lösung, das Signal auch meiner Fraktion haben Sie eindeutig, holen Sie uns an einen Tisch und lassen Sie uns, an der Stelle greife ich das auf, Herr Sellering, was Sie gesagt haben, konstruktiv debattieren. Dass dann aber so Erklärungen, wie sie heute hier erfolgen, das ist definitiv kein Vorwurf, den bitte ich auch nicht misszuverstehen, die Menschen vor Ort in ihrer Sorge nicht befriedigen, ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Weil das Prozedere und der nächste Zeitablauf, der ist doch klar, der liegt doch auf der Hand. Wir haben eine, egal wie wir das von der terminlichen Einschätzung her betrachten und wie berechtigt es ist, eine seriöse Lösung zu bekommen und keine Lösung, die aus der Hüfte geschossen kurzfristig nur trägt. Wir haben faktisch eine Zeitschiene, und das wissen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Gewerkschaften, der Betriebsrat auf der Werft sehr wohl, die ist nach hinten hin begrenzt und die ist vor 6 Wochen mit Mai 2014 definiert worden. Und sie ist über das Projekt Fertigstellung der DFDS-Werften auch relativ klar zeitlich fixiert. Dann haben wir einen Zustand, und jetzt formuliere ich es vorsichtig, einer kalten Werft, dann haben wir einen Zustand von nicht mehr am Standort beschäftigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, es sind ohnehin nur noch ein paar hundert. Und dann haben wir eine nochmal deutlich schwierigere Ausgangssituation. Die Karte, die im Augenblick im Spiel ist, wo sich alle fragen, zieht die, sticht die, ist die, gelingt es bis zu diesem Zeitpunkt, macht die Klammer auf, möglicherweise auch kurze Zeit später, Klammer zu, gelingt es einem potenten Investor zu gewinnen, um den Werftenstandort oder, ich sage das sehr bewusst, das hat die Landesregierung und die regierungstragende Fraktion beim letzten Mal aufgemacht mit ihren Beiträgen. Ich erinnere mich an den Beitrag von Herrn Schulte beispielsweise, einen großen Industrieinvestor für einen maritimen Standort. Klammer auf, das muss nicht unbedingt ein Werftbetreiber sein. So habe ich es zumindest verstanden. Das war für mich die zentralen Aussagen. Stich diese Karte, dann haben wir eine Situation, von der ich glaube, dass wir uns die alle wünschen. Aber ich glaube auch, dass die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, der Betriebsrat, die Gewerkschaften, viele Stralsunder und Stralsunderinnen und viele sind in dieser Region von der Werfteninsolvenz massiv betroffen. Dass die berechtigte Frage stellen, was ist, wenn das nicht passiert? Was ist, wenn kein Investor zu gewinnen ist? Was ist dann die Perspektive für diesen Standort? Ich finde sehr wohl, und auch dazu hat es bisher noch keine Aussagen gegeben, ich finde es sehr wohl richtig, sich dann Gedanken zu machen über diesen Plan B. Das ist übrigens auch die Forderung, die ich eindeutig herausgehört habe in Gesprächen mit dem Betriebsrat und in den Gesprächen mit der IG Metall. Die sehr bewusst fragen, was passiert, wenn dieser schwierige Prozess des Identifizierens eines Investors, der mit bestimmten Zusagen, die wir uns alle wünschen und die auf nachhaltiges Konzept und Arbeitsplätze hin orientiert sind, wenn das nicht passiert. Und ich glaube, dass da absolut gerechtfertigt ist, dass da Befürchtungen im Raum sind, dass dieser, Herr Holter hat das vorhin so formuliert, die Mitarbeiter dort formulieren es so, der Standort zerschlagen wird, dass es keine Perspektive gibt, die eine große Lösung beinhaltet, sondern nur noch eine Perspektive, die aus meiner Sicht in aller, das kann ich absolut nachvollziehen, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort einfach eine große Bedrohung darstellen. Und in der Tat kommen dann, Herr Holter, ich will darauf eingehen, schon irritierende Botschaften. Sie haben New Global Wind angesprochen. Der Eindruck, den Sie hier formuliert haben, der ist so zunächst mal nicht richtig. New Global Wind hat sich nicht vom Standort Stralsund zurückgezogen, sondern Sie haben, wir hatten das Thema auch im Rahmen einer Anfrage in der Bürgerschaft, Sie haben an der Stelle den Verzicht, den Rückzug von der Nutzung eines Grundstücks artikuliert. Es gibt ein zweites Grundstück, an dem Sie festhalten, und Sie haben es mit einer Begründung artikuliert, die ich persönlich nicht nachvollziehen konnte, indem Sie nämlich vorgetragen haben, Sie hätten ja jetzt die Karten im Spiel bei der Werft und einen Parallelstandort könnten Sie dann auch nicht noch weiter betreiben. Das machen Sie aber zu einem Zeitpunkt, wo die Entscheidung, und wir alle wissen, dass dieser Investor durchaus mit einer gewissen Skepsis auch betrachtet wird von der einen oder anderen Seite, dass diese Entscheidung, sich da zurückzuziehen, zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem hinsichtlich der Perspektive der Werft und der Frage, welche Rolle spielt in dem Zusammenhang New Global Wind, überhaupt noch gar keine Entscheidung getroffen worden ist. Habe ich persönlich nicht verstanden, wurde erläutert mit, man könne dieses Geld nicht so lange binden, da sind ja bestimmte Zahlungen zu leisten gewesen, ist ungefähr 1 Million Euro auch geflossen für dieses Grundstück, dieses Geld, was jetzt zurückfließen soll. Aber das sind natürlich Aussagen, die zur Verunsicherung der Menschen vor Ort beitragen. Das ist unzweifelhaft so. Und dazu hat, und das lag auch nach unserer Debatte, sicherlich auch beigetragen, dass viele nicht verstanden haben, dass quasi der Fährenverkauf entkoppelt wurde von der Frage Perspektive der Werft. Auch das war etwas, was schwer zu verstehen, zu erklären ist. Ich will das hier, Sie merken, ich will, gieße hier kein Öl ins Feuer, weil ich teile, dass es ungerecht fertig wäre, sich an dieser Frage hier zu zerlegen. Und ich glaube, dass ich in ausreichendem Maße deutlich gemacht habe, dass wir in der Tat der Auffassung, deshalb finde ich den Antrag auch richtig, in der Tat die Regierung dazu motivieren müssen, hier immer wieder so weit wie möglich zu erklären, wie weit die Bemühungen gediehen sind. Ich sage aber gleichzeitig, es wird daraus mit Sicherheit auch nicht verstanden, wenn wir daraus politische Debatten führen. Eine klare Aussage, Herr Sellering, weil Sie eingefordert haben, auch von meiner Seite, wir wollen das nicht zu irgendwelchen politischen, zu irgendeinem politischen Nutzen missbrauchen, übrigens auch nicht vor dem 25. Mai. Ich halte, das versteht da auch übrigens keiner. Aber ich sage gleichzeitig, der Grat ist schmal, auf dem wir uns da bewegen. Sie können uns da, und da möchte ich meine klare Anforderung formulieren, eindeutig unterstützen, indem Sie das, woran Sie arbeiten und was möglicherweise transportierbar ist, vielleicht auch vertraulich transportierbar ist, uns zu einem möglichst frühzeitigen Zeitpunkt mitteilen. Und Herr Waldmüller, da bin ich definitiv nicht bei Ihnen. Mein Eindruck ist nicht, dass das in aller Selbstverständlichkeit immer in der Automatik zeitnah passiert. Den Eindruck habe ich hier an dieser Stelle nicht. Deshalb will ich das nochmal in diesen Appell kleiden. Ich hoffe, wir werden hier in diesem Landtag die Situation alle gemeinsam noch erleben, aus der heraus wir insbesondere für die Menschen vor Ort eine tragfähige Lösung
haben. Dann ist mir auch völlig egal, wer welchen Verdienst daran hat. Da geht es nämlich um die Sache, da geht es um die Lösung und da geht es um die Perspektive für den Werftenstandort Stralsund. Herzlichen Dank.